Ja, andere suchen Ostereier, andere suchen Bernsteinzimmer. Es ist nichts passiert. In einem Jahr, voriges Jahr um die Zeit, ging dieses Schild durch die Medien. Nun liegt sie herum. Und wir dachten, heute sollte eigentlich angefangen werden, auf der tschechischen Seite mit einer Raupe nach dem Bernsteinzimmer zu suchen. Nicht nur, weil Ostern ist, weil die tschechische Seite sich sagte, jetzt fangen wir an. Die rechtlichen Sachen sind nicht geklärt. Wir versuchen, ein Gespräch zu kriegen mit dem Besitzer des Stollens, werden uns vor Ort erkundigen beim Gastwirt und werden erstmal so sehen, wie der Stand der Dinge ist. Ostern 99, Bernsteinzimmer, es hat sich nichts getan. Ja, auch wenn wir jetzt hier auf der böhmischen Seite sitzen, wie ist der Stand der Dinge auf der deutschen Seite? Berufener Mund, was gibt's Neues? Auf deutscher Seite ist ja die Fortuna Bernstein GmbH dabei, mittels der Bergsicherung Schneeberg den Schacht zu öffnen, um in diesen Bergwerkskomplex vorzustoßen, der jetzt nach Böhmen rübergeht. Unser Ziel ist es, dies hier noch die Radstube zu öffnen, das Bernsteinzimmer rauszuholen und die Verbindung zum Tschechen zu schaffen. Immer noch auf böhmischer Seite. Ich habe jetzt einen neben mir sitzen, Multitalent, kocht, fährt Bagger, ist Kneipier, war mal der Bürgermeister, hat auch mit dem Bernsteinzimmer was zu tun. Und wir haben ja eigentlich den ultimativen Showdown verpasst. Der war ja gestern. Was gestern, war denn so los? Gestern war die Mobilisation da bei uns, in die Freie Presse von Sachsen. Das war ein Artikel, das kann ich zeigen, dass der Gänzel mit aller Macht uns alles macht, dass man nicht reinkommen, ja. Und so kam die Polizei, das war in den Artikel klick auf. Ob es gesagt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war die gestern, war die Antwort. Die Genehmigung, die ist dort auf die Tür vergrößert, dass jeder sieht, dass kein Gänsel dabei ist, ja. Hier beim Nikolaistollen ist eben das Problem, dass es nach wie vor Streit gibt zwischen den Tschechen, als Oberbegriff der tschechischen Gemeinde, und den Herrn Gänsel. Die haben einen Vertrag und dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. Das Ergebnis sehen Sie heute, sind zwar Leute hier, aber die Öffnung des Nikolaistollens erfolgt definitiv nicht. Wenn es Geld da wäre, würde es losgehen hier, weil da mit dem... Aber wird schon langsam. Ja. Und eh ist die Leute Nike oder so, das wird, wenn wir Glück haben und Hauptsache Finanzen, und wer die finanzieren, ja, da muss man sich auch ein bisschen kümmern. Wird so 2 Jahre dauern, ehe jemand reinkommt. Auch das muss man viel Glück haben. Und jetzt tun wir wetten mit dem Bürgermeister Haustein, wer entweder und den Scherz nachkommt. Mir von oben oder der Bürgermeister Haustein unter die Erde. Aber ich glaube, wir werden entweder sein. Das schaffen wir eher. Ich werde schon dort stehen, werde ich auf ihn wegen Christig wieder. Da mit einem Bernstein in der Hand. Ja, selbstverständlich. Autokurs A für Kehrzeug. Auch das glaube ich nicht. Das kann ich passieren. Wir werden die Ersten draus sein. Dann können wir euch nur alles Gute wünschen. Alles Gute für den Bagger, alles Gute für die Küche, für den Maschinisier, für die Polewka und für das Bürgermeisteramt und für die Gaststätte und für das Bernsteinzimmer. Jekuju, Bane. Jekuju, danke. Mensch, wenn das nichts ist, Bernsteinbier, wir stehen hier in Deutsch-Neudorf, Deutsch-Katharinenberg, ein ganz netter Tante-Emma-Laden. Also ich bin total von der Rolle, dass es sowas Schönes überhaupt noch gibt, sonst gibt es ja nur noch die blöden Supermärkte. Und haben das Bier in der Hand, was eigentlich gebraut wird in Olbernhau und was bald ganz groß auf den Markt kommen wird, wenn dann endlich mal das Bernsteinzimmer gefunden wird. Bernsteinbier gibt es schon, es gibt schon Bernsteinpizza, da gehen wir dann gleich mal hin. Ja, trinkst du das öfter? Nee. Ich trinke das erste Mal. Und ist ganz schön stark. Ja. Also viel kann man davon nicht trinken. Nee. Das kann man. Das hat immer 6,4%. Ja. Und das hat 5,4. Also ganz schöne Schädelmasse. Man muss vorsichtig sein, sonst könnte sein, der Endabschalter fliegt raus, das Oberdeck ist geflutet und man weiß nicht mehr, was man macht dann. Ja.
Ja, leider war nach dem leckeren Bernsteinbier keine Bernsteinpizza mehr zu kriegen. Alle Pizzerien sind hier zu, obwohl es Touristen gibt. Ostern hat's auch, alles Schnee von gestern. Das ist der, worauf ich stehe. Aber das Bernsteinzimmer, das ist nicht Schnee von gestern. Und wir bleiben dran. Schauen Sie wieder rein, wenn es heißt Bernsteinzimmer zum Dritten.